Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal habe ich ganz viel rumerzählt und nur ein paar Snapper getötet. Und deswegen möchte ich jetzt zur Abwechslung mal hier etwas für Action sorgen. Ich meine jetzt nicht das Klettern. Klettern ist zwar super, aber das meine ich hier tatsächlich nicht. Sondern ich möchte mich bitte mit einigen Orks oder so anlegen. Zum Beispiel mit den beiden hier unten. Hab ich euch. Haha. Uah, wo bist du denn her? Warum haust du mich nicht? Hä? Oh oh. Oh oh. Gar nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hä? Ach so, ist die Rampe irgendwie friedliches Gebiet oder so? Für die Orks, kann es sein? Ja, tatsächlich. Das ist ja interessant. Okay, 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 okay. Verdammt, da fehlt mir ein Mana. Und zwar genau 100. Wie so oft. 100 Mana. Machen wir das mal so. Wobei es schon ein bisschen langweilig ist, ne? Hier, dass die Orks hier da nicht angreifen. Ich mach das mal so, komm mal her. Aha, sehr schön. Macht denn der Kugelblitz auch Flächenschaden? Sieht nicht so aus. Schade. Das heißt, der Kugelblitz war irgendwie keine so tolle Investition, muss ich ja leider sagen. Schade. Hätte mir irgendwie schon gefallen. Könntest du bitte treffen? Toll. Mann. Was soll das denn? Ah. Und da fehlt mir wieder mein Mana. Ach komm. Ich muss doch hier noch mein Mana ein bisschen auffüllen. 10 Punkte kriege ich hier. Sehr schön. Aber gegen den... Warte mal, gegen den Waag kann ich ja dann den Kugelblitz einsetzen, ne? Siehst du mal. 300 Erfahrung. Der so ein Waag ist so stark wie ein Ork. Mein Gott. Könntest du bitte töten? Genau. Könntest du dich bitte selbst töten? Das wäre cool. Ansonsten muss ich das leider für dich übernehmen. Siehst du mal, geht doch. Haha. Ich habe einen Ork getötet mit meinen eigenen Händen. Also mit meiner eigenen Waffe, um genau zu sein. Gut, aber trotzdem. Nichts zu plündern. Oh mein Gott, das ist schon heftig hier mitten mit so vielen Orks. Ich glaube, ich lasse es mal lieber hier noch weiter rauszugehen und gehe mal wieder hier zurück. Ich glaube, das war erstmal ein bisschen genug Action für den Anfang hier, für die Folge. Ich meine, ich habe schon einige Orks umgelegt, ne? Wie viel waren's? Sehe ich gerade nicht. Ist schon zu weit weg. 4 oder so oder 5 und ein Waag. Ja. Gar nicht mal so übel eigentlich. Gar nicht mal so übel. Dafür, dass ich erst Level 27 bin. Also eigentlich ist es schon ziemlich übel. Als Magier braucht man einfach ein bisschen länger, bis man mächtig ist. Aber dann ist man richtig mächtig. Du hast die Drachen vergessen. So ist es innerlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Das ist ja blöd. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört.
Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Meine Meinung will ja keiner hören. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich... Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Ist das wirklich wahr? Was ist in der Burg... Ach so. Ja, was ist denn vor der Burg passiert? Die Drachenjäger sind angekommen, ne? Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Er hat auf die falschen Leute gehört. Weißt du noch mehr über den Krieg? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Meine Meinung will ja keiner hören. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Verdammt. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Okay. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Was kriege ich, wenn ich dir ein gutes Schwert besorge? Ich kann dir leider nichts geben. Ich habe mein letztes Geld für das Schwert ausgegeben. Von mir erfährt keiner was. Ja, und jetzt würde ich ihn gerne fragen, wo er es verloren hat. Okay, aber also ehrlich, du sagst, es ist alles hier Schrott, das war doch schon vorher, aber... Klar. Hier war doch gerade noch ein Drachenjäger. Wo ist denn der hin? Gar nicht mehr, wem er noch ist das der da? Soll. Ja genau, Rethorn, genau. Der hat doch ein ziemlich gutes Schwert eigentlich. Und von wegen, wieso darfst du nicht an die Schmiede? Der ist doch hier am Schleifstein. Jan, verstehe ich nicht. Also wenn das so schlimm wäre, dann würde er da ja nicht sein Schwert schleifen, oder? Oder seine Waffe. Nun ja, was haben wir hier hinten? Da, das ist eine schlimme Sache. Das sieht aus wie... Ich kann das nicht glauben. Weiß auch nicht. Hättest du spontan gesagt, ein totes Tier oder sowas? Ach, guck mal. Links, rechts. Das war ja einfach. 2 Gold, 2 Fische. Naja, okay. Und für die andere Truhe brauche ich den passenden Schlüssel. Die kann ich dann leider nicht knacken mit Liedrichen. Das ist eine schlimme Sache. Chor Angar, den kenne ich doch. Darf halt nicht alles machen. Was macht der denn hier? Kenne ich dich nicht? Du bist Chor Angar. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Angar. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wenn er das nicht sieht, kann ich... Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Gar nicht mehr, wem man ich bin noch tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Tja, was da wohl passiert ist. Ich tippe auf Drogen. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Davon lasse ich lieber die Finger. Denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Von mir erfährt keiner was. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Ich sag's ja, Drogen. Als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Yep, definitiv Drogen.
Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Was ist das denn schon wieder hier? Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen, dort, wo ich als letztes gewesen bin. Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Fittlingen umgeben ist. Ein Höhlengrab? Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Ein Höhlengrab umgeben von vielen Findlingen. Wo ist das denn? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe da meine eigene Meinung. Nun ja, ach, hier ist das Tor von innen. Ne? Da war ich ja vorhin außen auf dem Weg hierhin. Ich frage mich, ob ich das Tor vielleicht hochziehen kann. Allerdings werden dann wahrscheinlich die Orks hier reinströmen und ich werde die ganze Erfahrung eben nicht mehr kriegen. So, Geralt, mit dir habe ich ja nicht von gesprochen. Gibt's hier was Neues? Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Okay. Komm mir aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischstreck, klar? Natürlich, natürlich. Ist denn die Zelle, die Gorn mal hatte, irgendwie andersweitig belegt? Die sind alle offen, ne? So wie es aussieht. Ich glaube, Gorn war hier. Es dreht sich alles nur ums Nee, dann war Gorn nicht hier. Mit dem habe ich mich nämlich schon gesprochen. Ich war draußen als Ich habe ihn gesehen. Ein Drache. Genau, das haben wir auch schon gehabt. Nee, okay, dann gibt's hier drin wohl nichts Neues, so wie es aussieht. Schade. Hätte jetzt gedacht, sie haben vielleicht noch einen weiteren eingesperrt. So, ich weiß immerhin. Brutus. Hey. Genau, der war das. Hier. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Kein Problem, ich helfe dir. Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Ich will stärker werden. Stärke plus 1 kostet 2 Lernpunkte. Schade. Habe ich nicht genug. Würde ich aber auch ehrlich gesagt nicht tun. Weil, ne, Mana und Magie und so. So, dann will ich hier mal. Ratten, Fleischwanzen jagen. Ne, wir kennen das ja vielleicht von anderen Rollenspielen. Ist so der Klassiker. Hey, mein Haus ist voller Ratten. Hilf mir, werter Krieger. Nur du kannst mir helfen, weil ich bin zu blöd, Ratten zu töten. Oder so. Keine Ahnung. Ach ja, finde ich schön. Und vor allem, dass es hier so spät erst kommt. Erst hier im vierten Kapitel oder so. Großartig. Ich würde ja schon fast wetten, dass sie sich damit lustig machen über diesen Klassiker. Naja, was soll's. So wie du sagst. Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir kommen gleich die Tränen. Ach, guck mal, dann habe ich jetzt mein Gold sogar wieder fast komplett raus. Genauso wie du sagst. Nun denn, okay, dann bin ich ja draußen im Burghof fertig. Das Einzige, was mir jetzt also noch bleibt, wenn ich das richtig sehe. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt kurz nach Mittag. Das Einzige, was mir noch bleibt, wenn ich das richtig sehe, ist hier drin das Haupthaus. Schauen wir mal, wer sich hier so alles rumtreibt. Aber wahrscheinlich die gleichen wie immer, genau. Ich muss mit dir über Jan reden. Jan? Wer ist das? Ein Drachenjäger. Er ist Schmied. Ah ja, ich erinnere mich. Was ist mit ihm? Er möchte in der Schmiede arbeiten. Kommt nicht in Frage. Er ist keiner von uns und ich traue ihm nicht.
Kannst du das mit Jan nicht nochmal überdenken? Nein, mein Entschluss steht fest. Ah, Sturkopf. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Sie nennen sich selbst Drachenjäger. Für mich sind das alles nur Tagediebe und Verbrecher. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Findest du nicht, dass du übertreibst? Ganz und gar nicht. In unserer Situation brauchen wir Männer, die mit leuchtendem Beispiel vorangehen. Krieger, die das Feuer Innos in den Herzen unserer Kämpfer wecken. Stattdessen zerstört dieser Abschaum die Moral meiner Krieger. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Kannst du das mit Jan? Nein. Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Ich wollte ihm sagen, dass die Drachenjäger jetzt wenigstens zahl sind, im Gegensatz zu Lord Hagen. Schade, dass das nicht ging. Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Wie ich sehe, bist du zum Magier ernannt worden. Meine Ehrerbietung. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Natürlich. Hallo. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Es fällt mir schwer, dich darum zu bitten, Meister. Aber du wärst die beste Wahl für diesen Auftrag. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Was? Hoshpak war doch... Den kennen wir doch noch aus dem ersten Teil. War das nicht der? Ich dachte... Ich brauche mehr Informationen. Im Moment. Okay. Okay. Wow. Ich brauche noch Ausrüstung. Wir haben nicht mehr viel, was wir dir geben könnten. Also, ich kann dir Folgendes anbieten. Moment. Okay, das füllt auf. Das erhöht dauerhaft. Ich nehme das Elixier der Stärke. Hier. Es wird sicherlich von Nutzen sein. Viel Glück. Hoffe ich jedenfalls. Nein! Es waren die Falschen. Verdammt. Mist. Nein! Wie blöd von mir. Ich hätte das Mana nehmen sollen. Ach! Verdammte Axt! Das wären 15 Mana gewesen. Oh mein Gott. Ich hätte das nicht gemacht. Das ist kein Geheimnis. Mann, bin ich dumm. Das hätte ich dir vorher sagen. Hätte ich aber wissen können, Elixiere. Mist. Hey. Ich brauche was anderes. geht nicht. Hoshpak, ja, okay. Ich werde halt versuchen, mit ihm zuerst zu reden. Gut. Ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen... Ja, das hast du mir schon gesagt. Weg von dem Weg. Das hast du mir schon gesagt. Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht. Ach, herrje. Dann wisst ihr was, dann schlug ich es einfach mal. Ich könnte mir so etwas... Dann habe ich wenigstens den Effekt. So. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Das will doch keiner. Wo ist die Verstärkung? Die Drachenjäger. Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen. Aber es sind einfach zu wenig.
Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Ich habe für so etwas keine Es gibt Zeit. Ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Möglich ist alles. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Ist er wieder da? War doch seine Entscheidung. Dann kannst du ihm ausrichten. Nein, ich meine Jan. Einer der Drachenjäger. Er ist Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Das hätte ich dir Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe. Das war keine du meinst Frage. Also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Einverstanden? Glaubst du wirklich? Ich überleg mir das nochmal. Wieso sollte ich ihm trauen, wenn du es nicht einmal tust? Ohne einen Bürgen wird dieser Jan seine Finger von der Schmiede lassen. Ja. Warte mal. Dann muss ich nochmal kurz mit ihm reden. Weil, da würde ich dann schon gern ein bisschen ihm auf die Finger hauen, dass er da keinen Unsinn macht. Zumal diese Drachenjäger ja eigentlich schon relativ egoistisch sind und nicht unbedingt die klügsten. Ich habe mit Parsival geredet. Ja und? Er traut euch Drachenjäger nicht. Verdammt, ich will doch nur arbeiten. Dann kann ich das wohl aufgeben. Nur Garond könnte mir weiterhelfen. Okay, na was soll's, dann traue ich ihm einfach mal und werde Garond für ihn bürgen. Interessant, kurz noch zurück zu Ulrich, der hat ja gemeint, sie haben alles getan, was sie von hier aus tun können, also will sagen, sie haben alles getan, was sie in der Burg tun können, also eigentlich haben sie draußen nichts getan, so ungefähr. Toll, gut gemacht. Dumme Paladine, ey. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Ulrich kann dir mehr dazu sagen. So, das kennen wir schon. Wenn du das erst hältst. Ich bürge für ihn. Ich bürge für Jan. Also gut, er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Das ist ja eigentlich sinnvoll. Letzten Endes hängt ihr ja zusammen hier drin zwischen den Orks, ne? So, da hat es nichts. Ne, genau, mit Percival wollte ich nochmal reden, genau. Garond will, dass Jan die Schmiede übernimmt. Wenn das so ist, dann wird er die Schmiede meinetwegen bekommen. Ja. Auch wenn ich glaube, dass es ein Fehler ist, diesem Jan zu vertrauen. Weil ich bürge doch für ihn. Ne? Von daher, was könnte denn bitte schon schief gehen, wenn ich für ihn bürge? Okay, zugeben, alles. Aber sonst, hey. Ihr braucht einen Schmied, also die Frage ist halt nicht unbedingt, was kann schiefgehen, wenn er schmiedet, sondern was ist schlimmer, wenn er schmiedet und es vielleicht ein bisschen missbraucht oder wenn die hier keinen Schmied haben und deswegen alle Waffen einfach total mies sind. Ich denke mal, letzteres ist schlimmer für die Paladine. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Du hast es geschafft? Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Ja, freut mich. Cool. Dann sollte sich jetzt ja die Waffenqualität hier ein bisschen verbessern, ne? Was sagst du denn dazu? Nö, nix. Okay. Dann verkaufst du mir jetzt auch Waffen? Aha. Verkaufst du Waffen? Ich würde, wenn ich... Aber ich kann dir zeigen, wie du selber deine Waffe schmieden kannst. Sorry, das ist gerade Abkürzung. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Ein Magier, der eine Rüstung haben will? Nein, du solltest einen Schneider aufsuchen. Ich kann dir keine Rüstung machen. Schade. Schade. Nun denn. Gut, ich bin hier immerhin fertig in der Burg, so wie es aussieht. Glaube ich jedenfalls. Ich denke mal nicht, dass oben in den Gemächern noch irgendwas Tolles auf mich wartet. Wobei, doch, stimmt, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss hier noch einmal bis Mitternacht oder so schlafen, damit ich dem Wächter von dem Gefängnis was zu essen geben kann. Und danach kann ich nach draußen gehen, in Richtung Hoshpak. Und ich denke nach wie vor, Hoshpak ist der Ork aus dem ersten Teil, der mir geholfen hat, das Ulumulu und so, wenn ihr euch erinnert. Ich würde ihn also nur ungern töten, sagen wir es mal so, weil er hat mir schon mal geholfen im ersten Teil.
Tja, aber vielleicht führt kein Weg dran vorbei. Wenn er wirklich der Kopf der Bande hier ist, dann hat er die gute Tat eigentlich mehr als wettgemacht. Schauen wir mal. Jedenfalls würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder, weiß ich nicht, spätestens nach dem Urlaub. Bis dahin, auf Wiedersehen.